Hallo Leute! Willkommen zu einer Ansage, die ich auch noch nie vorher gemacht habe. Und willkommen heute wieder zurück zu 1.16 oder zu 20W06A, dem 1.16-Update. Leute, wir befinden uns hier gerade in der wohl langweiligsten und ödesten, dümmsten Minecraft-Welt der Welt. Aber falls wir hier oder indem wir hier durch dieses Portal gehen, betreten wir die krasseste Minecraft-Welt, die ihr jemals gesehen habt. Und das seht ihr nur bei mir. Nein, Spaß, seht ihr auch bei Roman, bei meinem allerbestesten Freund. Lass jetzt hör mal auf, wie eine Druckermaschine zu reden. Ich probiere heute nicht wie eine Druckermaschine zu reden, Leute. Sondern wie ein dummer Roboter. Das hier ist der erste Snapshot der 1.16. Für die, die es noch nicht mitbekommen hatten, wir haben jetzt das neue Projekt gestartet. Abonniert uns beide. Was ist heute Sache? Ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall an, erstmal Roman zu verprügeln mit einer Schaufel, wie man das halt nein, so zum Start. Ich bin im Game Mode, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Meine Zuschauer denken, ich cheate, Hilfe. Lol, guck mal, hier ist sogar schon fast ein halbes Haus. Genau, Freunde der Nacht, wir wollen heute ein kleines bisschen was umbauen, während wir bauen und dabei Leute verhauen. Tada! Ich würde sagen, Roman, wir fangen einfach mal ganz trocke, ganz locker, flockig, fangen wir an, hier mit dem ganzen Zeug, weißt du? Hier mit dem ganzen Zeug fangen wir an, das ist ja der Schwäger. Wo bist du überhaupt? Ich laufe gerade über die Brücke, die ich hier gerade baue, so eine richtig häslige Brücke baue ich hier. Aber eine häslige Brücke baue ich dir. Baut, lass dir so schnell. Ah ja, stimmt, das kann man nur mit Dings abbauen. So, ich würde halt gerne einfach so ein bisschen dafür sorgen, dass wir so ein bisschen Groundation haben, weißt du? Oh mein Gott, was ist das für ein Monster? Lass! Oh mein Gott, das ist hinterm Baum. Junge, du bist einfach genau der... Joke verkackt. Verdammt. Okay, ich würde sagen, ich baue hier einfach das Dings hin und dann baue ich da sozusagen eine Bridge nach drüben. Na, richtig. Aha, you want to build a bridge onto the other side? Hör auf, bleib weg von mir. Ich weiß ganz genau, wie es hier wieder auslaufen wird, wenn zwei Trottel mal, einfach im Nether sind. Jetzt mal ganz im Ernst so. Vertraust du mir eigentlich, wenn du dich an die Kante... Würdest du mir vertrauen und dich einfach ohne zu sneaken so an die Kante stellen? An die Alicante stellen? Guck mal, wie ich stehe. Kann man eigentlich damit Werkzeug machen? Tatsache, aber das ist alles ganz stinknormales Werkzeug. Hä? Glaubst du, wenn ich... Guck mal, ich stehe ja gerade in der Luft, richtig? Ja. Yeah. Guck mal, wenn ich jetzt aufhöre zu sneaken, glaubst du, ich fall runter? Oh mein Gott, man kann auch so Dings machen, so lilane Gates und so. Guck mal, glaubst du, ich fall runter, wenn ich aufhöre zu sneaken? Nein. Tatsache. Guck mal, ich stehe in der Luft, gell? Ja, das hat Minecraft noch nicht behoben. Aber weißt du, es gibt fliegende Glühwürmchenflammen, die hier rumfliegen. So, das gibt's. Aber den ganzen Rest noch nicht. Rayman, ich habe hier was Cooles. Guck mal, darf ich dir das kurz zeigen? Guck mal hier. Oh, yeah, of course. Hier, guck. Da unten auf dem Boden. Wo bist du? Was ist das? Eine Leiter? Ein Zaun? Das ist ein Zaun, ein lilaner Zaun. Du kannst hier mit Zäune machen und so. Aber um ganz ehrlich zu sein, die sehen genauso aus. Ja, die aus sehen genauso. Ein bisschen schon, ein bisschen heller sind die auf jeden Fall. Ich würde sagen, wollen wir hier einfach unser Lager aufschlagen? Wollen wir zusammen Nein. wohnen dieses Mal? Ja, lass zusammen wohnen. Willst du zusammen wohnen? Ich würde vielleicht eine Festung bauen. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Dann lass einfach mal hier so ein bisschen Dings ausheben. Lass, komm mal her. Komm mal her zu mir. Guck mal, das war eine Runde Spleef spielen. Junge, oh mein Gott. Da geht's halt übelst down. Down. Nein, Spleef. Lass eine Runde Spleef spielen. So lange nicht mehr Spleef gespielt. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch Spleef kennt. Jetzt kenne ich wieder, ich weiß ganz genau, was jetzt wieder kommt. Lars, ich bin der Beste in Spleef. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber... Dafür bin ich der Beste in Roblox. Ja, geht. Ja, du hast recht, es geht wirklich. Es ist okay, aber der beste Kanal ist Laso. Spaß, besser Kanal ist Laso und Arasulino. Ja, ich bitte Sie. Was sagen Sie da? Bitte hören Sie auf, über mich zu reden, bitte. Hören Sie bitte auf, den Namen Laso zu verwenden. Ja, genau. So. Aber was gibt's denn noch? Lass mal irgendwie... Können wir hier irgendwo noch was Besonderes finden oder so? Ich würde sagen, du fängst jetzt erstmal alle in der Nase zu popeln und dann let's go.
Sollen wir irgendwas aus Holz bauen oder sollen wir was aus Dirt bauen, aus Dreck so? Ich würde sagen 50-50, so. Aus Dreck und... Hey, lass doch in der Brücke leben. Was hältst du davon? In was für einer Brücke? Na, unter einer Brücke. Wir bauen eine Brücke und darüber bauen wir eine Brücke und dann wohnen wir unter der Brücke auf einer Brücke. In der Brücke? Oh mein Gott, das ist die Idee. Nee, ich würde sagen, ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen was ausgehoben. Bau einfach schon mal so eine Grundierung für den Dings. Für die Brücke? Ja. Was ist das hier eigentlich für ein Stein? Ach, das ist Netherrack. Ich bin so dumm, Alter. Der sieht jetzt anders aus. Das liegt daran. Ja, der sieht ein bisschen anders aus jetzt. Ich glaube, der sah schon vorher anders aus. Oder? Nee, sah nicht, ne? Oh, ich weiß es nicht. Und jetzt kommen wieder die Kommentare mit. Also ich, als bekannter Minecraft-Profi, ich weiß natürlich, dass Netherrack ganz anders ausgesehen hat. Aber du, kleiner Dummbatz. Oh, Pilze, lecker. Lass, sag mal, jetzt mal, sei mal ganz, ganz ehrlich so. Wie oft sprichst du eigentlich so mit dir selbst? So, wenn du allein bist. So, wenn du nicht alleine? Aufnimmst. Ja. Eigentlich gar nicht, weil ich mir echt dann nicht? Ziemlich verrückt vorkomme. Nee, nicht mehr. Früher, doch, beim Duschen. Beim Duschen richtig oft. Kennt ihr das? Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Kennst du das, wenn du so Szenarien, wenn du dir so sozusagen Szenarien im Kopf vorstellst, wie du mit jemandem diskutierst? Ja. Yeah. So, und dann stellst du dir so, keine Ahnung, ich sag jetzt mal ganz dumm, unter der Dusche oder beim Autofahren. Und dann stehst du so, oder vorm Spiegel, ist immer am besten. Du stehst so vorm Spiegel und machst dann so, nein. Und dann guckst du was so, nein. Oder so, ja, ja, so diese. Also übst du das so ein bisschen vorm Spiegel? Klar. Hä, nicht? Du mich? Und wenn's mir, wenn ich manchmal, wenn ich, ja genau, so, wenn ich manchmal, wenn ich mal, was heißt, ja nicht Langeweile so, aber wenn ich manchmal so Tage hab, wo ich so... Einfach mal wieder nichts zu tun hab? Nichts zu tun, sondern wenn man manchmal so ein paar Tage hat, um sich einfach, wo man sich selbst motivieren muss für irgendwas, also eigentlich immer, ne, dann stelle ich mich auch so vor den Spiegel und sag mir selbst so, hey, heute ist doch ein guter Tag, bla bla bla, so. Sagst du dir dann so, hey, wake up. Ja, hey, hi, sag ich mir dann. Hi. Ich sag mir dann einfach, hi. Hi. Da, 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 da. Ey, wollen wir da, so, da, da, da. Wenn wir das Gebäude hier so ein bisschen... Oh Mist, ich hab 4 Knöpfe gecraftet gerade. Was willst du von so, mir? Wenn wir so das, dieses Ding hier so bauen, dieses Gebäude. Oh mein Gott, okay, da war nur ein Pilz. Ich dachte gerade, da war irgendwie irgendein Monstre. Monstre, Monstre. Monstre, Monstre. Wollen wir das hier sozusagen als Dings benutzen? Als, Du hast das Reden verlernt, gell? Nee, ich will kurz nur den Zuschauern zeigen, wie sich der Boden hier anhört. Ein bisschen ekelig. Also pass auf, das Problem ist, ich habe nicht genug Zäune, so um das hier fertig zu machen. Deswegen habe ich so ein bisschen Platz gelassen dazwischen. Es gibt hin und wieder mal immer so ein kleines Hörtchen, wo man runterfallen Die Sache kann, ist ja. Halt, wir lieben die Gefahr und deswegen muss man halt gucken, dass man das so denkst, weißt du? Ja, muss ich halt finde aber, die, diese neuen Bäume sind schon richtig schick, muss ich sagen. Übel, ich finde, die sehen richtig nice. Und das ist auch noch nicht alles, es gibt auch noch ein anderes Biom jetzt. Also es gibt jetzt 2 neue Biome hier drin, ne? Bisher. Das ist bisher so. Und es wird auf jeden Fall noch ein neues dazukommen, glaube ich. Gibt es ein Frostbiom? Das wäre richtig cool. Ich muss niesen. Ich muss niesen. Alter, so ein Frostbiom hier in Dings. Nee, ich glaube, es gibt noch mal irgendwas anderes, krasseres, cooleres. Deswegen, Leute, falls ihr die heftigsten Updates von Minecraft sehen wollt, wie zwei Idioten dann spielen, abonniert einen anderen Kanal. Dann abonniert nicht uns, genau. Schaut lieber woanders weiter. Denn da seid ihr besser aufgehoben. Das ist so die, man kann die beste Marketingstrategie. So, kann man den hier so schneller, glaube ich, abbauen, oder? Ich glaube, Nether-Warzenblöcke, keine Ahnung, wie man die abbaut am schnellsten. Ich glaube so, ich glaube, schneller geht's nicht. Baut man die mit der Hand genauso schnell ab? Naja. Ich habe mich jetzt gerade aus einem riesigen Baum hochgearbeitet. Ja. Und ich muss sagen, das war die beste Idee meines Lebens. Und ich muss sagen, ich hätte es nicht besser machen können. Abonniert. Ey, du hast meinen Dings abgebaut. Ich habe hier eben diesen Baum sozusagen, das brauchen wir als Fundament. So, weißt du? Was für als Fundament? Ich muss doch eine Brücke bauen. Ach so, stimmt. Also, denk doch mal an die Brücke. Denk doch mal an die Kinder. Denk an die Kinder. Da, da. So, dann hier. So, das ist einfach so ein bisschen, dass die Leute halt schon ein bisschen Grundierung hier haben. Zack. Und das da. Die Leute haben Grundierung. Wo ist meine Grundierung? So, irgendeiner hat gerade hier draußen einfach so geschrien. In meinem Dings. In meinem Hof hier vorne schreit einfach einer. Ey! Dabei ist doch erst 17 Uhr. Ist doch viel zu früh, um komisch zu sein, oder? Ja, ist halt echt so. Aber hier sind die Leute immer alle betrunken, weißt du, wo ich herkomme.
Was wolltest du sagen, hä? Wolltest du was sagen? Naja, aber ich hab's mir überlegt. Willst du jetzt was sagen? Nein, ich bin glücklich. Guck, ey, jetzt mal for real, ja? Oh nein, WhatsApp! Oh, kacke, ich hab das vergessen auszuschalten. So, Lass, okay. Real Rap. Ja. Wie findest du diese Brücke? Real Rap, sagst du? Okay, Real pass Rap. Auf. Ey, yo, ich komm heute zu dieser Brücke. Und ich guck mir diese Brücke jetzt an. Denn ich bin nur ein kleiner Mann. Was? Da hast du recht, die kleine Rache des Manns. Yeah. Du hast recht, dein Kopf sieht aus wie ein Specht. Du bist dein Knecht. Das hier ist eine coole Brücke auf jeden Fall. Kann dieses Feuer eigentlich brennen? Kann man. Kann dieses Feuer brennen? Das ist Rammstein. Kann man mit diesem Feuer eigentlich mehr Feuer. Okay, gut, das war irgendwie nicht so. Nicht so das Wahre. Hier. Oh nein, jetzt habe ich das platziert. So. Also, Leute. Doch. So. Du hast. Man kann auch einfach lilane Treppenstufen machen. Das ist cool, weil das heißt. Viel geweint. Du hast. Viel gelacht. Okay, ich hör auf. Hä? Ich hab das, glaube ich, falsch gemacht, aber egal, passt schon. Bastion. Ist jetzt wieder okay, klinge ich wieder normal. Ja, ja. Da klinge ich immer noch wie. Wie Rammstein. Deutschland! Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch das Lied kennt. Und ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall mit dem Hausgrundierungsdingenskirchen ziemlich weit. Ich bin da auch echt stolz drauf, weil ich das alles hier komplett alleine mit eigenen Füßen gecraftet habe. Man kennt ihn. Mit den eigenen Füßchen. Mit dem eigenen Fusi-Busi. Wir haben dieses Häuschen mit unserem eigenen Fusi-Busi gebaut. Kannst du mir mal Melünchen geben? Das wird heute richtig, richtig cool. So, Leute, ich bin fertig. Das wird aber richtig, richtig cool. So, ich bin heute fertig. Ich bin raus. Peace out. Schaut bei Roman vorbei. Wir sehen uns. Yeah, tschüss. Yeah. Bis gleich.